Chi plus ein kleiner Fehler. Chi minus Chi ist ja klein. Das ist ja kleiner als Epsilon. Also sage ich, okay, ich nehme hier ein T, dann entsteht nämlich hier vorne ein AT. U, Punkt. Ja? Asymmetrisch plus T mal A antisymmetrisch von diesem T hier ist genau AT von U, Punkt. Ist gleich F minus, und jetzt tue ich den Fehler einfach auf die rechte Seite. Der Fehler ist T' minus T mal A antisymmetrisch U, Punkt. Also die Gleichung, die wir lösen müssen, ist äquivalent zu dieser Gleichung. Und die sieht jetzt gut aus, denn die linke Seite ist sozusagen, da ist ein, jetzt mache ich mal PDI-Sprache, da ist ein Operator, der wirkt auf U. Und diesen Operator kann ich invertieren. Also, was immer die rechte Seite ist, zu irgendeiner rechten Seite, die ein H' ist, kann ich ein U finden, was dann diese Gleichung löst. Und das ist gut, ja? Also, dass ich die linke Seite sozusagen invertieren kann. Das ist die Basis, von der wir jetzt ausgehen. Und jetzt ist es ganz einfach. Lösen wir nicht. Ich weiß nicht, hat jemand eine Idee, wie man das dann lösen kann? Wenn wir die linke Seite immer invertieren können, also soll heißen, wir können, wenn die rechte Seite fix ist, können wir nach U auflösen. Wir machen eine Iteration. Ja, wir machen eine Iteration. Wir nehmen mal an, UK sei eine Näherungslösung. Ich nenne die jetzt mal wirklich Näherungslösung, obwohl das für den Beweis eigentlich nicht relevant ist. UK eine Näherungslösung. Und dann definieren wir UK plus 1, die bessere Näherungslösung. Das soll die Lösung sein, ja, wenn wir jetzt diese Gleichung schreiben. AT UK plus 1. Punkt soll bitte sein F minus T' minus T A antisymmetrisch von, ja, und wenn ich jetzt sozusagen, ich will ja eine bessere Näherungslösung haben, ich will ja ein UK plus 1. Wenn ich jetzt sage, ich möchte hier UK plus 1 stehen haben, dann kann ich das genauso wenig lösen, wie ich es vorher lösen konnte. Dieselbe Gleichung. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich nehme meine alte Näherungslösung UK, werte für die rechte Seite aus und beschaffe mir eine neue Näherungslösung UK plus 1, indem ich jetzt diese Gleichung mit der alten Näherungslösung löse. Ja, man kann das eigentlich abstrakter formulieren. Wir machen eigentlich eine Iterationsabbildung. Also eine Iterationsabbildung. Ja, die heißt auch oft T. Das ist jetzt hier natürlich verboten. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Nochmal S, so ein bisschen die Solution. S ist einfach die Abbildung UK, wird geworfen auf UK plus 1. Ich habe eine Näherungslösung UK und ich will mir eine bessere Näherungslösung UK plus 1 verschaffen. Das ist die Iterationsabbildung. Okay. Gesucht ist was? Kann das jemand in abstrakter Sprache sagen? Also natürlich, jetzt haben wir quasi ein numerisches Verfahren. Ja, wir können jetzt immer ein altes UK aus unserem Hilbertraum nehmen, die rechte Seite hinschreiben und das können wir invertieren, haben wir gesagt. Also invertieren wir das und kriegen eine Näherungslösung. Genau. Gesucht ist ein Fixpunkt von S. Ja, ich verlasse jetzt wieder so ein bisschen diese Sprache, die finde ich zwar sehr anschaulich mit der Näherungslösung und der besseren Näherung, aber eigentlich können Sie diese Zeile hier, naja, also die Gleichung brauchen wir natürlich. Ne? Eigentlich geht es nur darum, Sie definieren sich für eine kurz mal Näherungslösung UK, definieren Sie sich ein neues Objekt UK plus 1, diese Abbildung nennen Sie S, und
wenn wir einen Fixpunkt davon hätten, dann ist die Gleichung gelöst. Ja? Also, was müssen wir noch zeigen? Reicht zu zeigen, naja, ich schreibe vielleicht nochmal sicherheitshalber hin, S ist wohl definiert. Und, also immer aus der Näherungslösung machen wir eine neue Lösung. Und was würde dann noch, also mit welcher zusätzlichen Eigenschaft sind wir dann fertig? Abbildungen vom Banachraum in den Banachraum mit einer Zusatzeigenschaft haben immer einen Fixpunkt. Richtig. Anderer Name dafür, kontraktiv. Ja, also vielleicht nochmal für alle, wurde gesagt, Lipschitz steht nicht mit Lipschitz-Konstante kleiner als 1, äquivalent dazu kontraktiv. Also wenn es wohl definiert und kontraktiv ist, ich schreibe vielleicht sicherheitshalber nochmal dazu, es geht vom Hilbertraum in den Hilbertraum, wir sind ja hier gerade in der abstrakten Sprache in Wechselübung, ja, wir haben einen abstrakten Hilbertraum. Hilbertraum, wenn es kontraktiv ist, ach so, stetig natürlich, ne? Also ohne stetig ist es wegen Kontraktivität automatisch. Ja, also muss ich nicht extra hinschreiben. Genau, wenn es kontraktiv ist, dann sind wir fertig. Also reden wir kurz über wohl definiert. Warum ist es wohl definiert? Ja, wenn ich ein Element im Hilbertraum habe, dann ist A antisymmetrisch von dem Hilbertraumelement, Punkt, eine Linearform im Hilbertraum. Dann ist F minus dem Ding, Vorfaktor auch, F minus dem Ding, es ist auch eine Linearform im Hilbert, auf dem Hilbertraum. Und für AT kann ich ja lösen. Und jetzt an der Stelle ist es nämlich ein bisschen eine Wahl, wie definiert man das eigentlich? Man könnte ja auch das F vorher fixieren und dann sagen, ich möchte jetzt für das F immer lösen können. Das wäre aber schlecht. Wir hier sozusagen das F ein bisschen modifizieren. Ja? Wir wollen ja jetzt nicht mit dem Ausgangs-F lösen, sondern mit diesem neuen F wollen wir lösen. Aber das ist halt das Schöne an dieser Definition von der Menge. Wenn T so ist, dass wir lösen können, können wir für alle F lösen. Okay, also das war jetzt zur Wohldefiniertheit. Die rechte Seite ist tatsächlich eine Linearform auf H. Und weil T in geschwungen T ist, können wir lösen, ja, wohldefiniert. Also wohl definiert ist es wirklich, rechte Seite ist in H' und T ist eben in dieser Menge geschwungen T, so, bei der wir lösen können. Und ja, fertig. Gut, ja, sind wir fast fertig. Jetzt müssen wir ja nur noch zeigen, dass es kontraktiv ist. Und wie machen wir das? Ja, einfach nachrechnen. Das möchte ich nicht tun. Doch, es ist was zu tun, man muss es nachrechnen, aber man muss keine Idee reinstecken. Also, wir stecken jetzt sozusagen zwei verschiedene Elemente, U und V aus dem Hilbertraum, in S rein. Und wir wollen jetzt also S von U minus S von V uns anschauen und das im Hilbertraum abschätzen. Ja, das ist das Ziel der Kontraktivität. Wir müssen jetzt irgendwie kriegen, kleiner gleich Theta mal U minus V im Hilbertraum. Das ist Kontraktivität. Richtig? Okay. Okay, ich starte mal damit, dass ich sage, Quadrate abschätzen ist einfacher. Machen wir das doch. Vor allem im Hilbertraum, ja? Vielleicht schreibe ich es doch, vielleicht muss ich es doch einmal hinschreiben. Also wenigstens so. Die Gleichung für S von U ist folgende. Wir lösen ja AT und dann ist hier eben S von U, Punkt, ist gleich F minus, und dann kommt dieses T' minus T, der Fehler in T sozusagen, asymmetrisch von, naja, wir machen jetzt für den U die neue Lösung, ne? Also das ist die Gleichung für U. Also nein, das ist die Gleichung für S von U. Wenn ich U als rechte Seite reinstecke, ist das S von U. Ach, ja, das mache ich noch ausbilden. Dasselbe ist dann S von V.
antisymmetrisch. Antisymmetrisch von V, Punkt. Und dann können wir nämlich diese zwei Gleichungen auch voneinander abziehen. Dann sehen wir sehr schön, dass AT von der Differenz S von U minus S von V, Punkt, ja, obere Gleichung minus untere Gleichung, Linearität im ersten Argument liefert uns AT S von und weiter. Und auf der rechten Seite fällt das F weg, das ist sehr schön. Ein T' minus T steht immer da, habe ich das Vorzeichen geschrieben, ja. Minus T' minus T. Und dann steht da A antisymmetrisch von U minus V, Komma Punkt. Und dafür haben wir ganz am Anfang in Schritt 1 was gezeigt. Schritt 1 sagt nämlich, die Lösung einer Gleichung kann ich immer abschätzen. S von U minus S von V. Ja, das ist die Lösung einer Gleichung. Die Gleichung steht hier. Diese Lösung kann ich im Hilbertraum abschätzen durch Koerzivitätskonstante mal rechte Seite im Hilbertraum. Das ist hier unten hin. Koerzivitätskonstante. So, jetzt verwende ich hier, dass die AT alle dieselbe Koerzivitätskonstante haben. Das habe ich auch zwischendurch mal festgestellt, aber ich habe es wieder weggelegt. Ja? Also hier verwende ich jetzt zum Beispiel AT ist, ich nenne es mal C0 koerziv. Ja? Also AT ist C0 koerziv und Schritt 1 steht schon da, dass ich den verwende. Kann ich also diese Lösung abschätzen durch die rechte Seite. Die rechte Seite kriegt auf jeden Fall den Vorfaktor T-T. So, und jetzt brauchen wir die Stetigkeit von A antisymmetrisch. A antisymmetrisch ist stetig. Ich schreibe es mir so hin. Dann ist A antisymmetrisch von, wie gehen die Buchstaben aus, U, V, W, W, Z. Betrag ist dann kleiner gleich irgendeine Konstante. Ich nenne es mal C1. Das da ist eine neue W-Norm, Hilbertraumnorm, Z-Norm. Das ist die Stetigkeit. Und wenn Sie so eine Abschätzung haben, dann heißt es, dass die Norm A antisymmetrisch von W, Punkt abgeschätzt ist durch C1 B-Norm. Ja? Das heißt, A antisymmetrisch von dem, Punkt ist abgeschätzt Stetigkeitskonstante U minus V Norm. Das ist auch der Hilbertraum. Ja? Ich habe es wieder mal nicht verstanden, akustisch. Ja, das ist die Fortsetzung. Ja, das geht hier weiter. Weiß nicht, jetzt ist es so besser, ja? Gut. Und jetzt habe ich so viel Nebenrechnung gemacht und wollte es ja eigentlich hier machen. Das Quadrat mache ich wieder weg. Das habe ich in der Nebenrechnung schon schön erledigt. Also wir haben schon bekommen jetzt, SU minus SV in der H-Norm ist kleiner gleich. Und jetzt wende ich noch eine Sache an, nämlich T' von T ist weniger als Epsilon. Also die Distanz ist weniger als Epsilon. Wo steht denn das? Hier. Wir beweisen gerade Behauptung 2 für Epsilon geeignet, also T' minus T ist kleiner als Epsilon. Dann ist es also C0, was waren C0 für eine Konstante? Die Koerzivitätskonstante mal C1, die Stetigkeitskonstante. T' minus T ist Epsilon und U minus V schreibe ich ab. Ja, wir wollen haben, dass das hier kleiner ist als 1/2. Dann wählen wir jetzt also Epsilon, wähle Epsilon gleich, 1 durch 2 C0 C1. Ja, also wir nehmen unsere St-
Stetigkeitskonstante C1, unsere Koerzivitätskonstante C0, definieren Epsilon so, dann steht hier ein halb und dann ist S koerziv. Das ist nämlich genau die Koerzivitätseigenschaft. SU minus SV ist kleiner gleich ein halb U minus V. Und damit sind wir fertig. Also jetzt weiß ich nicht, wo ich das Kästchen machen soll. Das kam jetzt hinterher, also eigentlich jetzt hier. So ein kleines Kästchen für den Beweis vom großen Satz von Bittner. Schade. Aber wie auch immer. Ja? Der Satz, also das ist jetzt eine Geschmackssache, ne? Vielleicht sagen wir, oh, das war jetzt sehr rückwärts. Ne? Ich habe immer gesagt, oh, jetzt bräuchten wir das, jetzt bräuchten wir das. Ja, wir nehmen mal diese Menge geschwungen T, aller kleinen T, für die wir lösen können. Ja, wir können es für alle lösen, wenn wir so ein Epsilon finden und dafür brauchen wir die Kontraktivität. Wie gesagt, ist Geschmackssache, man kann es natürlich auch andersrum aufschreiben. Ja, irgendwie, man zeigt, dass also, ja, wenn man das T ein bisschen variiert und das eine kann man lösen, kann man das andere auch lösen und dann erst macht man die Behauptung, dass man dann für alle Ts lösen kann. Wie auch immer, das ist Geschmackssache. Aber wir haben jetzt Rechtsmedium bewiesen. Das ist nicht der kürzeste Beweis. Also der Funktionalanalysisbeweis ist sicher kürzer, aber ich finde ihn halt sehr schön, weil er sehr intuitiv ist. Ich finde, man muss da gar nichts. Ja. Also ich muss da nichts nachschauen, sagen wir so. Aber ich habe jetzt auch schon etwas gemacht. Ne? Aber man braucht sich eigentlich nur merken, ich muss die Linearform irgendwie in symmetrischen und unsymmetrischen Anteil teilen. Darum geht es ja. Ne? Wir wollen ja Ries, also von symmetrisch auf unsymmetrisch verallgemeinern. Also nehme ich sozusagen den symmetrischen Anteil von dem Funktional von der Bilinearform raus, mache die extra, dann meine Kontinuitätsmethode und löse eben für t gleich 0 kann ich lösen, dann kann ich für alle t lösen durch eine Iteration und dann bin ich fertig. So, das war Lex Milgram. Dann wischen muss ich auch, dann machen wir also jetzt hier auf jeden Fall mal ein Häuschen.